Hi, hier ist Melly und heute möchte ich die Frage beantworten, was es eigentlich bedeutet, gesund abzunehmen. Für mich bedeutet gesund abzunehmen ohne eine klassische Diät und langsam abzunehmen. Und zwar mit einer Ernährungsumstellung. Ich weiß, das Wort kann irgendwie keiner mehr hören und es hört sich vielleicht auch ein bisschen scary an. Wenn du in kleinen Schritten deine Ernährung umstellst, wirst du dich selbst nicht überfordern und du beginnst dein Essen mit anderen Augen wahrzunehmen. Das war für mich auch der entscheidendste Punkt. Ich habe früher alles gegessen, wonach ich Lust hatte. Mir war auch nicht bewusst, wie sich mein Essen auf meinen Körper auswirkt. Dass ich durch mein Essen Nährstoffe bekomme, das war mir als Krankenschwester schon klar. Aber wie sich mein Essen auf lange Sicht auf meine Gesundheit auswirkte, das war mir nicht so bewusst. Dann betreute ich auf meiner Arbeit eine Zeit lang Patienten mit Diabetes. Sie hatten schlecht durchblutete Füße und teilweise amputierte Zehen. What? Das war ein Schock für mich. Und ich war so, I don't want to end up like that. Also, ich will nicht so enden, dachte ich mir. Seit dieser Zeit ist bei mir vieles nicht mehr so, wie es einmal war. Und das ist auch gut so. Hier ein paar Tipps, wie du gesund abnehmen kannst. Du kannst am einfachsten mit deinen Getränken anfangen. Anstatt Säfte, Cola, Limos und Energydrinks zu trinken, ersetzt du diese Getränke mit Wasser. Du musst ja nicht alles auf einmal umstellen. Fange klein an und versuche täglich 2 Gläser mehr Wasser zu trinken und dafür 2 Gläser Limo wegzulassen. Du wirst merken, dass du damit auch klarer im Kopf bist, mehr Energie hast. Nach ein paar Wochen trinkst du ganz von selbst hauptsächlich Wasser. Und wenn du Geschmack brauchst, tue etwas frisch gepressten Saft in deinem Wasser. Wichtig ist auch, dass du 1 bis 2 neue Kochbücher kaufst. Du kannst ja schließlich nicht so wüst essen wie bisher und glauben, dauerhaft abnehmen zu können. Das funktioniert leider nicht so. Du solltest schon bereit sein, etwas anderes zu tun als bisher, damit du eben etwas anderes erreichst als bisher. Du kannst auch auf meinem Blog mein kostenloses Rezeptheft herunterladen. Das sind 12 einfache Starterrezepte, um gesünder zu essen. Damit kannst du ein paar Tage lang experimentieren und hoffentlich feststellen, dass gesund zu essen weder öde, noch fade, noch eklig schmecken muss. Okay, und jetzt mit 9 Rezepten bewaffnet, änderst du in kleinen Schritten, was du isst. Du kannst dich zum Beispiel erst auf dein Frühstück konzentrieren und neue Rezepte nachkochen. Wenn du das gemeistert hast, fängst du an, ein neues Mittagessen und Abendessen zu kochen. Nach ein paar Wochen hast du dann auch noch den Mut, gesunde Süßspeisen auszuprobieren. Alles einfach nach und nach machen. Mit der Zeit würde es dir sogar Spaß machen, neue Produkte, Lebensmittel und Rezepte auszuprobieren. Gebe dir dazu einfach ein paar Monate Zeit und sei nicht so streng mit dir selbst. Du musst nicht perfekt sein und 100%ig gesund essen. Aber wenn du etwas erreichen möchtest, dann sollten irgendwann schon 90% drin sein. Und wenn du deine Ernährung umgestellt hast und du dich so gut fühlst wie schon lange nicht mehr, dann kannst du auch etwas Sport in deinen Alltag aufbauen. Kein Cardio auf dem Laufband, sondern HIIT-Workouts. Du verbrennst am effektivsten und am schnellsten mit HIIT-Workouts Körperfett. So würde ich zumindest vorgehen, wenn ich es nochmal von vorne machen müsste. Vielen Dank fürs Zuschauen, Like, wenn es dir gefallen hat, Abo, wenn du es hilfreich fandest. Du unterstützt mich nämlich damit dann, diese wichtige Message zu verbreiten. Denn jede Frau hat das Recht, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.